Roadtrip. Diese Geschichte spielt zu der Zeit, als ich etwa 12 Jahre alt war. Meine Großmutter, die ich Tilly nenne, und ich machten jedes Jahr einen Ausflug, entweder in unser Land oder in das Nachbarland. Bei dieser Gelegenheit beschlossen wir, unser Nachbarland zu durchqueren. Nennen wir mein Heimatland A und das Nachbarland B. Meine Großmutter hatte eine Freundin in einem weiter entfernten Teil von Land B, die sie seit einer Weile nicht mehr gesehen hatte, und nach einiger Planung fanden sie den besten Zeitpunkt für unsere Reise heraus. Als meine Großmutter mir zum ersten Mal von der Reise erzählte, war ich begeistert. Ich hatte keine Ahnung, wohin wir fahren würden, aber die Vorstellung, mit Oma auf eine Reise zu gehen, war so verdammt aufregend. Ich konnte mich kaum zurückhalten. Ein paar Monate später stiegen wir endlich ins Auto und machten uns auf den Weg. Die Reise würde ungefähr eine Woche dauern. Meine Großmutter wollte all die schönen Dinge auf dem Weg sehen und das Reisen mit einem Kind wie mir erforderte viele Zwischenstopps. Ich war nicht unbedingt ein schlechter Reisebegleiter, ich hatte nur eine kleine Blase. Wir waren auf dem letzten Stück der Reise, als meine Großmutter an einer Tankstelle halten musste, um zu tanken. Wir waren praktisch auf Reserve und ich musste dringend auf die Toilette. Wir hielten an dieser Tankstelle mitten im Nirgendwo und nachdem meine Großmutter das Auto vollgetankt hatte, eilten wir hinein, damit ich meine Blase entleeren konnte. In dem Moment, als wir hineingingen, schrillten alle Alarmglocken in meinem kleinen Gehirn. Ich hatte keine Ahnung, warum ich mich so fühlte, wie ich mich fühlte, bis ich den Verkäufer erblickte. Normalerweise beurteile ich Menschen nicht danach, wie sie sich präsentieren, aber Old Boy, wie ich ihn von nun an nennen werde, sah aus, als käme er direkt aus einer Dokumentation über einen Serienmörder. Wir befinden uns mitten im Nirgendwo und dieser Mann sieht aus, als sollte er dir hochwertige Autos verkaufen und nicht an einer heruntergekommenen Tankstelle arbeiten. Oldboy vermittelte mir alle möglichen schlechten Schwingungen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es anders erklären soll. Das Schlimmste war jedoch, dass er bereits ein wenig zu breit lächelte, als er meine Großmutter erblickte. Aber als er mich sah, hätte man schwören können, dass er auf ein Festmahl starrte. Irgendwie wurde sein ohnehin schon sehr breites Grinsen nur noch breiter. Wenn ich mich daran erinnere, bekomme ich sogar heute noch eine Gänsehaut. Zum Glück spürte meine Großmutter eine Störung der Macht und schirmte mich vor seinem räuberischen Blick ab. Sie bezahlte das Benzin und verlangte den Schlüssel für die Toilette. Ich ging auf Toilette und ging wieder. Doch als wir ins Auto stiegen, schloss Oldboy den Laden ab und stieg in sein Auto. Erstmal nichts allzu Seltsames, oder? Sicher, er war super gruselig, aber was hat er schon getan? Eigentlich hatten wir noch 2 Tage für die Reise. Als wir die Tankstelle verließen, folgte uns Oldboy für den Rest der Fahrt. Zuerst nahmen wir an, dass er in unsere Richtung fuhr. Aber nach der 3. Abzweigung, als Oldboy uns immer noch verfolgte, wurde meine Großmutter schließlich klar, dass wir verfolgt wurden. Dieser Mann verfolgte uns 2 Stunden lang. Meine Großmutter weigerte sich, mit dem Fahren aufzuhören, es sei denn, es war absolut notwendig. Schließlich erreichten wir die Stadt, in der ihre Freundin wohnte, und erhielten wir vor einer Polizeistation. Der verrückte Kerl hielt neben unserem Auto an, als wir gerade in das Gebäude fuhren und beobachtete uns. Ich weiß nicht, was er genommen hat, aber er saß da, während meine Großmutter mit der netten Dame am Schalter sprach. Zum Glück konnten die Polizisten den unheimlichen Mann mit Leichtigkeit überwältigen, aber ich werde nie das verdammte Lächeln vergessen, das nie aus seinem Gesicht wich, während er weggeführt wurde. Unnötig zu sagen, dass ich nie wieder auf einen Roadtrip gegangen bin. Ecuador. Als ich weiblich 18 war, lebte ich bei einer Gastfamilie im ländlichen Ecuador. Ich war für ein Jahr dort, um die Sprache zu lernen und ein Praktikum im Rahmen eines Programms zu absolvieren. Das war 2013. Jeden Mittwoch hatte ich Spanischunterricht in der nahegelegenen Stadt und kam immer vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause. Um nach Hause zu kommen, fuhr ich etwa 1 Stunde mit dem Bus aus der Stadt hinaus und hatte dann 2 Möglichkeiten. Erstens, in der winzigen Stadt anzuhalten und ein örtliches Taxi zu bezahlen, das mich die letzten 2 Meilen fährt, oder zweitens, etwas später auszusteigen und 1 Meile an meinem Arbeitsplatz, einem Tierheim, vorbei nach Hause zu laufen. An einem Mittwoch, etwa 4 Monate nach meinem Aufenthalt in Ecuador, fühlte ich mich entspannter und verließ die Stadt in der Abenddämmerung. Ich dachte über die Möglichkeit nach, ein Taxi zu nehmen, aber ich wusste aus der Vergangenheit, dass diese Taxifahrer oft betrunken waren, sich prügelten und einen schlechten Ruf bei Frauen hatten.
Ich zog in Erwägung, die erste Strecke zu Fuß zu gehen, aber ich wusste, dass es dort aggressive Hunde gab und ich hatte das Gefühl, dass ich eine Zielscheibe für einen Betrunkenen oder irgendjemand entlang dieser Straße sein könnte. Also blieb ich im Bus für Option 2. Das Problem bei Option 2 war, dass der Heimweg unbeleuchtet war und über eine größtenteils unbewohnte, unbefestigte Straße führte, die niemand benutzte. Vor allem nicht nachts. Außerdem führte sie an einem großen, leeren Park vorbei. Ich fühlte mich wie in einer Zwickmühle. Als ich aus dem Bus ausstieg und den Feldweg hinunterging, bemerkte ich einen Mann, der dicht hinter mir ging. Ich beschleunigte etwas und er passte sich meinem Tempo an. Ich wurde langsamer und er tat dasselbe. Ich hoffte, dass ich nur paranoid war, also beschloss ich anzuhalten, um etwas in meiner Tasche zu überprüfen und ihn vorbeizulassen, damit ich hinter ihm gehen konnte. Als ich das tat, kam er auf gleicher Höhe mit mir und blieb stehen, um mich anzusehen, und ich wusste, dass es schlimm war. Er grüßte mich und ich begann wieder zu gehen, ohne zu antworten, und er ging mit mir. Ich dachte angestrengt nach. Ich bin in vielen Bereichen meines Lebens ein Planer und ich hatte mir vorher überlegt, dass ich, wenn ich jemals zu spät zurückkommen würde, die Route 2 nehmen würde. Und wenn ich Probleme hätte, könnte ich am Tierheim anhalten, wo es eine 24-Stunden-Wache gab. Ich kannte die Wächter vom Tag und dachte, wenn sie nicht gerade ein Nickerchen machten, würde ich Hilfe bekommen. Als der Mann mit mir lief, weiß ich, dass wir etwa eine Viertelmeile vom Eingang des Tierheims entfernt waren. Der Typ fing an, Fragen zu stellen, wie alt ich sei, ob ich allein lebe und ob ich jemand an diesem Abend erwarte. Ich übertrieb mit all den Leuten, die zu Hause auf mich warteten und versuchte ruhig und freundlich zu wirken, um zum Eingang des Tierheims zu gelangen, ohne dass er merkte, dass ich nervös war. Als wir am Eingang ankamen, blieb ich stehen und sagte ihm, dass ich einen Freund sehen wollte und er weitergehen sollte. Er sagte, er würde auf mich warten. Er ging weiter, verließ aber fast sofort die Straße und bog in den dunklen Park ein. Ich konnte sehen, wie er sich auf der Spitze eines leichten Hügels im Park gegen den Sternenhimmel abzeichnete und einfach nur dastand. Ich konnte spüren, dass er mich beobachtete. In der Zwischenzeit klopfte ich an das Tor, wie wir es bei der Arbeit tun, um dem Wachmann wissen zu lassen, dass jemand Bekanntes dort war. Ich hoffte inständig, dass er nicht schlief. Zum Glück war er wach und kam zum Tor. Er ließ mich sofort rein und wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich erzählte ihm, was passiert war, und er war sichtlich erschrocken. Er fragte, ob ich warten oder gehen wolle, und ich sagte, ich wollte gehen, und er sagte, er würde mich begleiten. Wir fingen an zu laufen und der Wachmann benutzte die Taschenlampe. Wir bogen um eine Ecke und der Lichtstrahl traf auf einen roten Pickup, der am Straßenrand geparkt war. Plötzlich sprang der Mann aus einem Gebüsch auf den Rücksitz des Lastwagens und fuhr superschnell davon. Der Wachmann und ich waren schockiert. Natürlich nahmen wir an, dass es sich um denselben Mann handelte und dass es eine Falle war. Der Wachmann begleitete mich nach Hause und ich rief noch am selben Abend meinen Programmmentor an. Damals war ich völlig erschüttert und wusste, dass ich nie wieder nach Einbruch der Dunkelheit zurückkehren würde. Aber im Nachhinein war mir klar geworden, dass es eine wirklich knappe Sache war. Am nächsten Tag erzählte der Wachmann allen meinen Kollegen, was passiert war, und sie nahmen mich von da an sehr in Schutz. Später in der Woche erfuhren wir, dass zwei Mädchen im Park vergewaltigt und ermordet worden waren. Ich liebe Ecuador und habe dort mehrere Jahre gelebt und gearbeitet. Aber es ist immer noch eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Das Pfeifen. Dies geschah, als ich 18 war, jetzt bin ich 33. Ich wuchs in einer ländlichen Gegend von Kentucky auf und lebte neben der Senatorin von Kentucky, die unsere Nachbarschaft gekauft hatte, als es nur ein altes Ackerland und Wälder gab. Sie hatte das Land in den 70er Jahren gekauft, bevor sie Senatorin wurde, und sie hatte eine Menge Geld von ihren Eltern. Als ich 18 war, grenzte mein Hof an das Haus der Senatorin und ich bearbeitete ihr Farmland und erledigte Aufgaben rund um ihr Land, um im Sommer etwas Geld dazu zu verdienen. Die Senatorin besaß immer noch riesige Landflächen, die an ungenutztes, öffentliches Land grenzten, das sich über viele Kilometer erstreckte. Hauptsächlich kleine Bäche, Felder und Bäume, nichts allzu Aufregendes. Es lag neben einer kleinen Landstraße, die wir überqueren mussten, um in den nächsten Teil des Waldes zu gelangen. Mein Freund, den wir Anty nennen werden, erledigte auch die Haus- und Landarbeit und er hatte auch einen kleinen Bruder, den wir Willy nennen werden. Er war ungefähr 15. Wir wuchsen alle in einer Gegend auf, die ziemlich sicher war, sodass unsere Eltern uns machen ließen, was wir wollten. Wir erkundeten die Gebiete oft tagsüber, um zu sehen, wie weit wir gehen konnten, oder um irgendetwas in den Wäldern zu finden, das man erforschen konnte.
Meistens fanden wir nichts, nur ein paar behelfsmäßige Lagerplätze, von denen wir annahmen, dass sie der Jagd dienten oder nur zum Zelten. Eines Tages gingen wir kurz vor Einbruch der Dunkelheit los und wir hatten zufällig Taschenlampen dabei, falls es zu dunkel werden sollte. Es war im Herbst 2008 und die Blätter fielen und bedeckten den Boden mit ziemlich viel Laub. Während wir liefen, bemerkte ich, dass wir uns im Kreis bewegten und ich nahm an, dass wir uns verirrt hatten und die nahegelegene Autobahn nicht mehr hören konnten. Die Sonne ging ziemlich schnell unter und wir hatten nur noch etwa eine Stunde Licht. Schließlich wurde es dunkel und wir begannen mit unseren Taschenlampen im Wald herumzulaufen. Es wurde immer dunkler und dunkler und um diese Zeit war es etwa 22 Uhr. Die ganze Nacht hindurch versuchten wir den Weg zu finden, den wir gekommen waren, aber in der Dunkelheit und im dichten Wald war es fast unmöglich. Mein Vater hat mir immer gesagt, wenn es in den Wäldern zu irgendeinem Zeitpunkt extrem still wird, bedeutet das, dass ein viel größeres Raubtier in der Gegend ist. Auntie, Willy und ich gingen spazieren und plötzlich wurde es ganz still in der Gegend, bis auf ein einziges Geräusch. Ein Pfeifen. Wir blieben alle stehen und schauten uns in alle Richtungen um herauszufinden, woher es kam. Unwissentlich pfiff Auntie zurück und wir alle wissen, dass man in den Wäldern nicht zurückpfeifen sollte. Ich schlug Auntie mit der Hand und sagte ihm, warum machst du das? Und das Pfeifen wurde immer lauter und lauter. Ich sagte allen, sie sollten anfangen zu laufen. Während wir liefen, wurde das Pfeifen wieder leiser und schließlich verschwand es. Wenn wir uns vorher nicht verirrt hatten, dann waren wir jetzt auf jeden Fall verirrt. Es war jetzt etwa Mitternacht und der Vollmond erhellte die Gegend ziemlich gut. Wir kamen zufällig an einer Hütte vorbei. Sie sah aus, als hätte sie noch eine Art Tür und durch die Tür konnten wir ein kleines Feuer brennen sehen. Wie es jeder Dummkopf tun würde, öffneten wir die Tür und fragten, ob jemand da sei. In diesem Moment hörten wir das Knirschen von Blättern und wir drehten uns alle um, aber da war nichts. Als ob es ein Horrorfilm wäre, fing das Pfeifen wieder an. Es klang, als wäre es direkt neben uns und wir drehten uns alle in Richtung des Geräusches. Und da war sie. Eine Frau in zerrissener Kleidung mit einem wirklich schlechten Aussehen. Sie war etwa 5 Meter von uns entfernt. Wir wichen ein wenig zurück und sahen sie mit den auf sie gerichteten Taschenlampen an. Plötzlich begann sie extrem laut zu schreien. Das war kein normaler Schrei, es war ein Urschrei. Sie stürzte sich auf Auntie und als Reaktion darauf schwenkte Auntie seine Taschenlampe direkt in das Gesicht der Frau und sie fiel zu Boden. Wir begannen zu rennen. Wir rannten mindestens 15 Minuten lang durch den Wald und sie verfolgte uns immer noch. Schließlich hängten wir sie ab. Wir machten eine Pause hinter einigen Büschen und hörten wieder das Pfeifen. Wir saßen dort mindestens eine Stunde lang, bevor wir den Mut aufbrachten, weiterzulaufen. Plötzlich hörten wir jemanden in unserer Nähe, der ebenfalls lief. Wir waren jetzt in der Nähe der Autobahn. In der Annahme, dass sie uns immer noch verfolgte, kamen wir so nah wie möglich an die Autobahn heran und winkten jemanden heran. Schließlich hielt jemand an und ließ uns herein. Er war ziemlich erschrocken, weil unsere Gesichter extrem blass waren und er fragte, was passiert sei. Er brachte uns nach Hause und wir haben diesen Ort nie wieder betreten. Der Geist. Zum Zeitpunkt dieser Geschichte war ich um die 10 Jahre alt und bei meiner Cousine im Haus. Sie lebte in einem ziemlich kleinen Bereich mit Farmland um sie herum. Auf einem dieser Felder stand ein Haus, das verschlossen war. Alles daran war verschlossen. Die Hintertür, die Fenster und so weiter. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, war das Einzige, was nicht verschlossen war, das Garagentor. Es stand immer offen. Keiner von uns passte darunter, also erkundeten wir das Außengelände und machten die Einfahrt zum Treffpunkt. Da es für unsere anderen Freunde am einfachsten war, dorthin zu gelangen. Wir haben uns immer dumme Geistergeschichten ausgedacht und den Hinterhof erkundet. Im Hinterhof stand ein Schuppen, der sehr, und ich meine sehr alt aussah. Doch auch er war verschlossen. Das Einzige, was ich an diesem Schuppen beschreiben kann, ist die Tatsache, dass er einen sehr ekelhaften Geruch verströmte. Eines Tages beschlossen wir, ins Haus zu gehen. Wir konnten durch keines der Fenster ins Haus gelangen, weil wir viel zu klein waren. Wir konnten kaum durch die Fenster ins Haus sehen. Also gingen wir durch die Vordertür. Das Haus war sehr alt und die Tür morsch, also haben wir die Vordertür einfach eingetreten. Wir haben sie gerade so weit aufgebrochen, dass wir uns hindurchquetschen konnten. Sobald wir drinnen waren, machten wir uns auf die Suche nach etwas Gruseligem. Ich ging allein in einen Raum, der völlig dunkel war. Die Tapete löste sich von der Wand.
In diesem Raum stand nur ein Schaukelstuhl, wie aus einem Horrorfilm. Irgendwie hatte ich zu viel Angst, mich ihm zu nähern oder ihn anzufassen. Er gab mir ein seltsames Gefühl, nicht, als würde ich beobachtet werden oder so. Ich fühlte mich einfach unwohl. Er gab mir das Gefühl, nicht hierhin zu gehören. Nachdem wir ein bisschen herumgealbert hatten, gingen wir nach Hause. Es war Sonnenuntergang und wir wollten nach Hause gehen, um unsere Eltern nicht zu beunruhigen. Aber meine Cousine hielt auf unserem Heimweg an und zog ihr Handy heraus. Sie schickte eine SMS und drehte sich um. Ich war verwirrt und fragte sie, was sie tat. Daraufhin sagte sie, sie habe etwas im Haus vergessen und wollte es holen. Mir gefiel diese Idee nicht, aber ich hatte keine Ahnung, wo ihr Haus war und musste ihr folgen. Als wir wieder drin waren, schaute ich zu einem der Fenster hinauf und das Einzige, was ich sah, war eine Gestalt, die nicht wirklich aussah, als hätte sie Augen. Genauso schnell, wie sie gekommen war, war sie wieder weg. Als wir reingingen, hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Es kam mir so vor, als würden mich 1 Million Augen beobachten, was meine Cousine auch bestätigte. Sie brachte uns direkt in den Raum, in dessen Nähe ich nicht sein wollte. Sie sagte, sie wolle ein Foto von dem Stuhl machen, aber als wir dort ankamen, flippte ich aus. Es hörte sich an, als würde jemand mit seinen Nägeln an der Wand kratzen. Ich hatte keine Ahnung, woher das Geräusch kam. Es hörte sich an, als käme es immer näher. Als sie das Bild machte, drehten wir uns um zu gehen. Da sah ich aus dem Augenwinkel die gleiche schwarze Gestalt. Ihre pechschwarzen Augen sahen aus, als würde ich in ein Loch starren. Ich wusste, dass meine Cousine es auch sehen konnte, denn sie flippte aus. Wir rannten los. Als wir zu Hause waren, hatte ich immer wieder Albträume und aus dem Fenster im Zimmer meiner Cousine, das direkt auf eines der Felder blickt, sahen wir immer wieder dieselbe Gestalt, die uns immer noch mit denselben schwarzen Augen anstarrte. Der Fenstermann. Dies geschah im Jahr 2021, mitten in der Pandemie. Eine Gruppe meiner Freunde und ich wollten zusammen wohnen, während wir an der Universität ein Fernstudium absolvierten. Wir gingen auf eine sehr beliebte Schule in Kalifornien. Als eine Gruppe von Mädchen, die während der Covid-Zeit zusammenlebte, haben wir die meisten Abende damit verbracht, Filme zu schauen, Wein zu trinken und zusammen abzuhängen. Wir lebten in einem großen Haus, das in 3 verschiedene Wohnungen unterteilt war. Wir haben unsere Wohnung vor allem deshalb gewählt, weil sie sich ganz hinten im Haus befand, wodurch wir uns alle sicherer fühlten. Im Haus selbst hatten wir 4 Schlafzimmer im Obergeschoss und ein Schlafzimmer direkt neben der offenen Küche mit Wohnzimmer. Das Schlafzimmer im Erdgeschoss blickte direkt auf den winzigen Parkplatz und einen winzigen Garten. Es war noch nicht komplett eingerichtet. Das Einzige, was das Fenster von der Außenwelt trennte, war ein ziemlich fadenscheiniges Insektenschutzgitter. Meine Freundin, die im Erdgeschoss schlief, beschwerte sich, dass sie immer Leute vor dem Fenster hörte. Eines Abends saßen wir alle im Wohnzimmer und sahen uns einen Harry Potter Film an. Wir haben 3 Sofas, die alle in einer U-Form angeordnet sind. 2 männliche Freunde waren auch dabei, sodass es ziemlich eng wurde. Plötzlich sagte eine meiner Freundinnen, dass wir den Fernseher ausschalten sollten. Sie sagte, dass sie in den letzten 30 Minuten ein Knirschen und Schritte gehört hat. Plötzlich hörten wir ein Kichern. Es war nur ein kurzes Kichern und dann war es totenstill. Dann wieder. Wer auch immer es war, stand buchstäblich vor unserer Tür und kicherte. Es klang nicht wie das Kichern eines Kindes, sondern eher wie jemand, der es imitierte. Wir gingen alle zu meinem Schlafzimmerfenster, das sich über der Eingangstür befand, damit wir sehen konnten, ob jemand draußen war. Wie erwartet, war niemand draußen. Auch in der Gasse war niemand zu sehen. Also beschlossen die Jungs, dass sie einfach vor unserem Haus und auf dem Parkplatz nachsehen würden. Sie kamen zurück und sagten, dass sie nichts gesehen hatten. Wir machten den Fernseher wieder an und eine kurze Zeit später hörten wir wieder ein Kichern. Diesmal klang es sehr erzwungen. Wir schauten zum offenen Fenster und sahen nichts. Wir schauten den Film weiter, als wir schon wieder ein Kichern hörten. Als wir dieses Mal hinüberschauten, sahen wir, wie ein Kerl sein Gesicht gegen das verdammte Fenster drückte, während er seinen Mund immer wieder öffnete und schloss. Seine Augen waren weit aufgerissen und er starrte uns an. Während die Jungs zum Fenster rannten und versuchten, es zu schließen und zu verriegeln, schrien alle anderen oder rannten die Treppe hinauf. Der Mann warf seinen Kopf zurück und verschwand in der Dunkelheit. Wir riefen die Polizei, aber sie konnten niemanden finden. Auf dem Campus gibt es viele Leute, die eine Überdosis nehmen und schwere Drogen konsumieren, also war es höchstwahrscheinlich einfach das. Nichtsdestotrotz war es das Beängstigendste, was ich je erlebt habe.
Camping. Das ist mir passiert, als ich 14 Jahre alt war. Im Sommer 2019 hatten meine Eltern, meine Schwester und ich beschlossen, die Ferien auf einem Campingplatz in Südspanien zu verbringen. Mein Onkel, meine Tante, meine Cousine und ihr kleiner Bruder sind mit uns gefahren. Wir fuhren mit zwei Autos und ich liebte und liebe immer noch die Atmosphäre langer Autofahrten. Meine Eltern, mein Onkel und meine Tante hatten zwei Wohnmobile gemietet und wir konnten sie nebeneinander aufstellen. Wir kamen später in der Nacht auf dem Campingplatz an und mussten bis zum nächsten Morgen warten, um unser Gepäck abstellen zu können. Das Wohnmobil, in dem wir wohnen würden, war unglaublich. Die Dusche und die Toilette befanden sich außerhalb in einer Art kleinen Schuppen. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst davor, nachts rauszugehen und auf die Toilette zu gehen. Eines Abends ging meine kleine Schwester mit meinem Cousin in das andere Wohnmobil und schlief dort. Ich traf mich also mit meiner Cousine, es wurde spät und wir beschlossen, die Nacht durchzumachen und uns Horrorstories durchzulesen. Die Stunden verstrichen. Um 3 Uhr morgens hatten wir gigantische Angst, eine Zeit, die normalerweise mit vielen gruseligen Geschichten in Verbindung gebracht wird. Wir beschlossen, ins Bett zu gehen, aber ich musste noch einmal auf die Toilette. Ich nahm die Schlüssel, ging in den kleinen Garten und kam dann vor dem Schuppen an. Das Licht war an, die Tür nicht einmal geschlossen. Erstaunlich, denn die letzte Person, die dort gewesen war, war ich gewesen und ich hatte alles gut verschlossen. Ich hatte ein bisschen Angst, aber ich dachte mir, dass meine Eltern vielleicht dort gewesen waren, aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass das unmöglich war. Die hätten nie vergessen, die Tür zu schließen, geschweige denn das Licht auszumachen. Ich blieb ein paar Sekunden vor der Tür stehen und beschloss, nach Hause zu gehen. Im letzten Augenblick konnte ich jedoch etwas erkennen. Durch das Glas der Dusche konnte ich einen bekleideten Mann erkennen, der in der Dusche mit dem Gesicht zur Wand stand. Ich erschrak und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe die Tür geschlossen und bin zum Wohnmobil gerannt. Ich habe meiner Cousine davon erzählt, aber sie hat mir nicht geglaubt. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und am nächsten Tag erzählte ich meinen Eltern davon. Sie glaubten mir auch nicht. Eines Nachts schrie meine Mutter plötzlich, wir müssen hier weg. Mein Vater verstand nichts, holte meinen Onkel, meine Tante, meine Schwester und meinen kleinen Cousin und wir fanden uns alle in einem Wohnmobil wieder und packten unsere Sachen. Wir warteten alle auf den nächsten Morgen, da unsere Eltern die Buchungen für die nächste Woche storniert hatten. Ich sah, wie mein Vater mit einem Mann vom Campingplatz sprach und die Frau, die Zimmer kontrollierte, meine Mutter etwas auf Spanisch fragte. Dann fuhren wir weg. Erst auf einer Raststätte nahm ich meine Mutter beiseite und erzählte mir, dass sie nachts auf dem Weg zur Toilette einen Mann gesehen hatte, der angezogen in der Dusche starrte. Ich habe bis heute noch Albträume und stehe nachts nicht mehr auf, weil ich immer noch Angst habe.